Anne-Sophie Mutter. Ohne Zweifel die wichtigste Geigerin der ganzen Welt der klassischen Musik. Früh als Wunderkind hat sie ihre Karriere begonnen, nur jetzt nach mehr als 50 Jahren ist sie immer am Höhepunkt. Frau Mutter, Ihre Wiedergeburt von einem Wunderkind bis zu einem erwachsenen Musiker war so flott. Ich muss sagen, hätten Sie Momente, woran Sie dachten, ja, es ist mir ja eigentlich, diese Stelle ist mir technisch schwierig, was muss ich tun? Hatten Sie Schwierigkeiten? Ich hatte mir sehr früh angewöhnt zu behaupten, es sei alles ganz leicht. Und tatsächlich in den ersten Jahren schien auch alles leicht, weil ich das große Glück hatte, auf sehr spielerische Art und Weise unterrichtet zu werden. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich üben musste, sondern es war spielerisch. Und natürlich durch den Wechsel auch zum Konservatorium in die Schweiz, als ich 9 Jahre alt war, starb meine wunderbare erste Geigenlehrerin. Und ich hatte fast ein Jahr ohne Lehrer zu verbringen, zu überleben sozusagen. Und dann bin ich Aida Stucki begegnet. Und ich glaube, mit Aida Stucki begann die Zeit der Reflexion. Und damit natürlich auch das Bewusstwerden von interpretatorischen Prozessen, und natürlich dem Erkennen der eigenen Limits. Das hat mich aber nie abgeschreckt, weil Aida in mir eine unstillbare Neugierde auf mögliche interpretatorische Zugänge und Problemlösungen implantiert hatte, sodass ich eigentlich nie im Frust des Problems erstarrte, sondern immer versucht habe, proaktiv eine Lösung zu finden und auch sehr früh erkannt habe, dass es in der Musik ja nicht um Formelsuche geht, sondern dass tatsächlich der Weg das Ziel ist. Das heißt, die Fähigkeit, den Zugang zu einem Werk immer wieder neu zu überdenken, auch sich zu überwerfen mit den Ideen der Vergangenheit. Das ist natürlich, das wissen Sie ja als Dirigent, besser als jeder andere. Der Raum ebenfalls einen großen Einfluss hat auf beispielsweise die Wahl eines Tempos in einer Mozart-Sonate. Natürlich die musikalischen Partner, das Orchester. Sodass eigentlich alles im Fluss ist. Und selbstverständlich kenne ich technische Probleme, kenne ich interpretatorische Probleme, kenne ich the desperation, wenn man vor einer zeitgenössischen Partitur steht oder sitzt oder liegt und sich die Haare rauft und eigentlich nichts versteht. Und ich glaube, als Interpret wächst man am meisten an dem Satz von Richard Strauss, ich schreibe und sie spielen. There you go. Also das ist ein lebenslanger Prozess von Struggle. Mhm. Und wie es bei Spider-Man so schön heißt, wir fallen und was tun wir dann? Wir stehen wieder auf. Ein Freund von mir hatte gesagt, es ist so leicht, wie sie die Geige halten. Nach 2 Takte würde mir die Geige aus der Hand fallen. Ich habe begonnen mit einer Menuhin-Stütze und kam damit überhaupt nicht klar als Kind. Mhm. Und habe das aber jahrelang so gemacht, weil meine Lehrerin das mir so beigebracht hat, aber ich war nie glücklich damit, es fühlte sich einfach nicht gut an. Und dann bei Aida Stucki haben wir verschiedene Stützen probiert, unter anderem auch ein kleines Kissen. Und von dem Kissen sind wir dann zu einem noch dünneren Kissen und irgendwann haben wir nur noch so eine Art Hirschleder genommen, damit die Geige nicht auf der Kleidung rutscht. Mhm. Ja, und dann kam ich selber auf die, ich finde, geniale Idee, was natürlich nur bei Frauen geht, die Geige auf die nackte Haut zu legen. Einfach, damit sie nicht rutscht, weil da ja so ein bisschen Feuchtigkeit der Haut ist, whatever. Hm. Und das ist für mich persönlich ideal. Ich würde aber nicht sagen, dass es für jedermann gut ist, weil das hängt sehr von der Länge des Halses ab, auch wie die Schulter steht. Und der Körper verändert sich ja und die Haltung verändert sich ja auch im Laufe der Jahrzehnte. Also da muss man auch immer wieder so kleines Feintuning machen mit der Höhe des Kinnhalters und einfach der Veränderung des Körpers Rechnung tragen. Aber dein Kinnhalter haben Sie auch umgestellt, der ist in der Mitte. Mein Kinnhalter war immer in der Mitte, das ist ein Carl Flesch Kinnhalter. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man den Kopf nicht so extrem zur Seite, zumal in der Schule von Carl Flesch die Geige schon sehr auf der Schulter liegt. Also ich spiele ja recht zu der linken Seite, während es gibt ja auch Schulen, wo man die Geige hier vorne hält. Ja, ja.
Also ich spiele ja auch mit einem sehr hohen Oberarm. Ja. Das ist auch eine Carl Flesch Signet sozusagen. Mhm. Unsere Meinung, die Schüler der Carl Flesch Methode Meinung ist, dass man durch die Höhe des Armes natürlich auch sehr viel mehr Kontrolle über den Klang hat, ja, und über das Feinjustieren von Nuancen. Ist der Arm so weit unten, kann ich eigentlich nicht wirklich so zarte Klänge hervorbringen, mhm, einfach weil, ja, weil die Hebefunktion nicht da ist. Dann ist es immer ein satter, schöner, großer Klang. Ja. Das ist auch, ja, gut, aber es entspricht nur nicht der Variabilität, mhm, der die Carl-Flesch-Schule verpflichtet ist. Nicht umsonst gibt es ja dieses fantastische Buch, ich glaube inzwischen nur noch im Antiquariat, mhm, das Klangproblem. Und da beschreibt Carl Flesch, es ist unfassbar faszinierend, was passiert, wenn man mit welchem Winkel, mit welcher Geschwindigkeit, wo zwischen Steg und Fingerboard den Bogen ansetzt. Aha. Weil da ist ja eine Welt von Klangfarben. Das ist die Magie. Das, ja, ist die Magie. Das ist echt die Magie, ja, ja. Aber erst kommt die Technik und dann die Magie. Darf ich noch etwas über die neuen Stücke, die Sie sehr oft spielen? Mhm. Wie ist das mit den Komponisten? Wie ist das Verhältnis? Zum Beispiel, Sie waren geheiratet mit André Previn, mhm, und der hat für Sie ein Stück geschrieben. Und nicht nur eins, ich glaube, er, ja, hat 9 Werke insgesamt, nee, für mich geschrieben. Aber gut, nun kann ich leider nicht jeden Komponisten heiraten, ja, von dem ich gerne Werke hätte. Das wäre ein bisschen anstrengend. Haben Sie sich darüber gestritten? Meine Einstellung zu den Komponisten ist vielleicht sehr altmodisch. Ich habe ja begonnen 1986, hatte ich das große, wow, Glück, dass Paul Sacher, der große Mäzen, vorschlug, dass Lutosławski Slawski für mich schreiben würde. Und unser erstes gemeinsames Werk war Chain 2. Hm. Ja, ich kann mich noch erinnern, die Partitur erreichte mich im August 85 und ich war verzweifelt. Denn es war das erste Werk eines lebenden Komponisten, verzweifelt, auf der anderen Seite aber auch zu stolz, mhm, irgendjemanden, inklusive meine geliebte Lehrerin, die zu dem Zeitpunkt ja auch schon mehr Freundin als Lehrerin war, um Rat zu fragen. Mhm. Also saß ich da mit der Partitur und habe studiert. Und die Uraufführung war ja schon im Januar des kommenden Jahres. Also ich staune heute noch, ja, wie ich das irgendwie geschafft habe. Aber ich habe mich einfach, und so läuft es bei mir auch mit zeitgenössischer Musik, wenn ich irgendwo eine Passage finde, in der ich mich als Klangzauberer wiederfinde, dann I'm hooked. Und da gibt es am Ende des zweiten Satzes diese wunderschöne Non-Vibrato-Passage. Er wechselt ja ab, und das ist eine Idee, die er in den 60er Jahren entwickelt hat und von der es eigentlich mehr geben müsste, in diesen Ad libitum zu den Apertura setzen. Und in Ad libitum ist zwar alles ausnotiert, aber wann ich beginne und wie oft ich eine Phrase wiederhole, das gilt auch fürs Orchester, das ist mir überlassen und dem Dirigenten. Obwohl die Freiheit minimal ist, die dadurch entsteht, entsteht trotzdem eine Art Improvisation, die eine unglaubliche Frische in dieses Werk bringt. Also es ist auch einer der Gründe, warum ich so fasziniert bin von Lutosławski. Ja, unsere Begegnung lief dann so ab, dass ich ihm vorspielte und er dann mit mir an dem Werk zu arbeiten begann. Ich dirige sehr oft Partituren der zeitgenössischen Musik. Aber, ja, immer glaube ich, ja, der hatte seine Sachen und der wusste, warum er das geschrieben hat. Es ist ein bisschen wie mit einer fremden Sprache. Ja. Und man merkt doch auch, wenn man dann ein weiteres Werk desselben Zeitgenossen studiert, ja, dass man ja schon das Instrumentarium, man kennt schon das Vokabular oder mindestens das ABC der Sprache. Ja. Und dann wird es immer leichter. Aber ich finde es endlos faszinierend, sich diese Sprache anzueignen und in gewisser Weise macht dieser Prozess doch auch süchtig, finden Sie nicht? Ja. Also, gewisserweise. Wer alle Witz. Ja, ja. Ab und zu finde ich Sachen, womit ich sehr lange kämpfe, weil die, ja, sind so nicht ganz richtig geschrieben. Genau. Und dann das sage ich es Bescheid dem Komponisten. Ja. Aber dann denke ich mich, beim Janáček haben alle Zeitgenossen das Gleiche gesagt. Und bis jetzt spielen wir es, wie er das geschrieben hat. Ja. Also, ja, das ist auch mein Problem, also, dass ich zu zeitgenössisch bei den Komponisten bin. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Noch eine Frage hatte ich über die Globalisierung des Musik, der Musikwelt. Mhm. Eigentlich, es dünkt mir ja, dass auch die Interpreten, weil wir haben Aufnahmen, wir haben Internet, dass es sehr wenig Originalität gibt.
Und was ist Ihr Rezept, um so originell wie möglich zu bleiben? Ja. Naja, eigentlich ist ja mein Bemühen nicht per se so originell wie möglich zu bleiben. Darin sehe ich jetzt nicht meine Aufgabe. Es ist witzig, dass Sie diese Frage stellen, weil ich habe vor einiger Zeit ein Buch zu Ende gelesen von Joseph Sigetti. Und da klagt er, und das Buch ist in den 60er Jahren erschienen, dass es einfach einen Mangel an großen, interessanten Geigern gäbe. Also dieses Problem mit der Originalität, ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden. Vor allen Dingen natürlich jetzt durch eine Zeit, wo wir auch sehr viel bewusster eine größere Masse von Musikern erleben können. Weil wir ja nicht nur ins Konzert gehen müssen dafür, sondern man geht auf irgendeinen Kanal und... Spotify. Ja, genau. Eins der großen Probleme ist tatsächlich, aber auch für die Musik, besonders in Corona hat sich das gezeigt, dass diese ganzen Streaming-Services die Welt der Aufnahmen ruiniert hat. Und ich glaube, dass aber das Vorhandensein von so viel Informationsmaterial dazu führt, dass der Mensch, der ja zu Faulheit neigt generell, auch der Musiker, sich dann einfach so Bits und Blurbs zusammensucht. Ich mag, wie Zuckermann diesen ersten Satz spielt und Perlman ist großartig da und Isaac Stern. So cherry picking. Genau, you're cherry picking and you're not making up your own mind. Weil wir so überflutet sind von Reizen und von sozusagen Fertigmenüs von Interpretationen auch. Ich bin in der Philosophie groß geworden, dass ich mir dezidiert das Stück, das ich erarbeite, nicht anhöre auf irgendeiner Aufnahme, solange ich nicht eine eigene Meinung, die aus Hintergrundstudien, Studien der Partitur, dem Lesen der Biografie, der Zeitzeugen sich entwickelt hat, in mir verankert hatte. Dann war ich natürlich selbstverständlich offen für Inspiration. Ja. Aber ich glaube, heutzutage ist bei der Flut der Möglichkeiten die Verlockung einfach so groß, dass wir gar nicht mehr die innere Ruhe und the space of mind haben, zu sagen, Schluss, ich will das gar nicht wissen, lass mich meinen eigenen Weg finden. Vielen Dank, Frau Mutter. Sehr gerne.